Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Es ist Weihnachten. Auf der ganzen Welt feiern Menschen. Jesus ist geboren. Gott ist Mensch geworden. Es ist Weihnachten. Mitten in der Nacht singen Engel. Fürchtet euch nicht. Gott ist bei uns. Es ist Weihnachten. Hirten und Könige kommen zur Krippe. Sie haben die gute Nachricht gehört. Gott liebt uns. Es ist Weihnachten. Herzlich willkommen. Normalerweise wäre die Kirche hier heute sicher voll besetzt. Zu keiner anderen Zeit im Jahr sind die Gottesdienste so gut besucht wie am Heiligabend. Doch dieses Jahr ist alles anders. Bis zum 10. Januar 2021 sollen vorerst in ganz Westfalen keine Gottesdienste vor Ort gefeiert werden. Dieser Empfehlung der Landeskirche hat sich das Presbyterium unserer Kirchengemeinde angeschlossen. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie diesen digitalen Gottesdienst eingeschaltet haben und wünschen Ihnen einen besinnlichen und inspirierenden Gottesdienst. Kommen Sie an, machen Sie es sich gemütlich, zünden Sie sich eine Kerze an oder vielleicht gleich alle vier auf Ihrem Adventskranz. Wenn nötig, drücken Sie dazu ruhig noch einmal auf Pause, denn das ist ja der Vorteil eines solch digitalen Formats. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, heißt es in Matthäus 20, Vers 18. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, sagte dieses Jahr dazu: Ich glaube, dass diese Zusage auch nicht an digitalen Grenzen Halt macht. Das glauben wir auch. Und deswegen möchten wir mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist Weihnachten. Dieser Ausruf hat diesen Gottesdienst eröffnet. Viermal haben wir es gleich gehört. Es ist Weihnachten. Endlich, könnte man meinen. Das Warten hat ein Ende. Gott kommt in die Welt. Gott wird Mensch. Gott schreibt ein neues Kapitel mit den Menschen. Deshalb feiern wir Weihnachten. Wir wünschen Ihnen, dass Gottes Liebe und sein Licht auch heute besonders für Sie spürbar wird. Es ist Weihnachten. Es erwartet Sie gleich ein Krippenspiel, vorbereitet unter Corona-Bedingungen. Vielleicht deshalb auch ein wenig anders als gewohnt, aber kreativ umgesetzt von Mitarbeitenden und Teilnehmern aus den Gruppen unseres CVJM und der Kirchengemeinde. Danach folgt eine kurze Predigt von Pastor Maletz, ein Lied
Fürbitten und Vater unser, die Abkündigung und der Segen. Und am Ende der bekannte Schlusspunkt eines Weihnachtsgottesdienstes in Oberlübbe und Unterlübbe. Ode Fröhliche, gespielt von unserem Posaunenchor. Zum Einstieg möchte ich noch mit uns beten. Mitten in dieser Zeit feiern wir dich, Gott, den Vater, die schöpferische Kraft, die unseren Alltag gnädig umgibt. Mitten in dieser Zeit denken wir an Jesus, geboren in Bethlehem, menschgewordener Gott, der seit über 2000 Jahren den Glauben in diese Welt gibt. Mitten in dieser Zeit spüren wir den Heiligen Geist, der uns wie ein warmes, wohliges Leuchten umgibt, die himmlische Energie, die erneuert wirkt in dieser Welt. Mitten in dieser Zeit bergen wir uns in der großen Geschichte Gottes, weil sie wahr wurde für uns. Amen. Hallo, ich bin Anna und ich spiele den Erzähler. Hallo, mein Name ist Lambert, ich spiele den Ausrufer. Hallo, ich bin Mara und spiele die Maria. Hallo, ich heiße Dana Marie und ich spiele Josef. Hallo, ich bin Nele und spiele ein Wirt. Ich bin Janis und spiele den zweiten Wirt. Hallo, ich bin Jordan und ich spreche den Verkündigungsengel. Hallo, ich bin Marik und spreche einen Hirten. Hallo, ich bin Konstantin und ich spiele einen Hirten. Ich bin Jesper und spiele den dritten Hirten. Hallo, ich bin Katharina und ich gebe einem Sterndeuter meine Stimme. Hallo, ich bin Maya und spiele einen Sterndeuter. Ich bin Lia und spiele Sterndeuter 3. Szene 1. Vor mehr als 2000 Jahren lebte in Rom der Kaiser Augustus. Er war zu dieser Zeit der mächtigste Mann der Welt. Kaiser Augustus beschloss, eine Volkszählung durchzuführen und seine Steuerlisten zu erneuern, damit er mehr Geld eintreiben konnte. In alle Städte seines Landes schickte er Soldaten, die die Nachricht überbringen sollten. Achtung, Achtung! Hört, was ich euch heute zu verkünden habe. Ein Befehl des Kaisers Augustus. Alle Männer, Frauen und Kinder müssen sich bei der Steuerbehörde melden und werden dann in Listen eingetragen. Jeder muss sich in die Stadt begeben, in der er geboren ist. Niemand bleibt davon verschont. Wer das nicht befolgt, wird bestraft. Der Kaiser versteht keinen Spaß. Macht euch schnell auf den Weg. Szene 2. Daraufhin machten sich auch Maria und Josef aus Nazareth auf den Weg nach Bethlehem. Sie wollten dem Kaiser gehorchen, der Weg war weit. Auf den Straßen waren viele Leute unterwegs und Maria war hochschwanger. Ach Josef, ich kann nicht mehr. Meine Beine tun mir weh von dem vielen Laufen. Wir sind schon so lange unterwegs. Glaubst du, dass wir bald endlich da sind? Es ist bestimmt nicht mehr weit, Maria. Bald kannst du dich ausruhen. Denk immer daran, dass Gott uns die Kraft gibt, den Weg zu meistern. Josef, ich glaube, es wird höchste Zeit. Ich spüre, dass unser Kind bald zur Welt kommt. Aber was ist, wenn wir keine Unterkunft mehr für die Nacht finden? Es sind heute so viele Leute unterwegs. Und es ist schon spät. Mach dir keine Sorgen, Maria. Wir finden ganz sicher etwas. In Bethlehem gibt es bestimmt liebe und verständnisvolle Menschen, die uns aufnehmen. Aber Josef, wir haben doch auch kein Geld. Wir sind arm. Und arm wird auch unser Kind zur Welt kommen. Es sind harte Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie alles werden soll. Hab keine Angst, Maria. Denk doch an das, was die Engel über unser Kind gesagt haben. Verlass dich drauf, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Er meint es gut mit uns und hat sich schon einen Platz für uns bereitet. Schau mal, Maria, da vorne ist ein Gasthaus. Lass uns dort fragen, ob noch ein Zimmer frei ist. Bleib du ruhig hier, Maria. Ich werde dort mal klopfen. Josef klopfte an die Tür des Gasthauses und ein Wirt öffnete ihm.
Guten Abend. Hätten Sie noch ein Zimmer frei? Wir kommen aus Nazareth in Galiläa. Meine Frau ist hochschwanger und wir sind beide müde vom Laufen. Aha, Fremde aus Galiläa seid ihr also und ich soll euch Gesindel ein Zimmer geben? Es gibt genug anständige Leute von hier, die auch ein Zimmer brauchen. Für euch ist in meinem Gasthaus nichts frei. Seht zu, dass ihr hier wegkommt. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Josef drehte sich um und ging zurück zu Maria. Sie waren empört über die Unfreundlichkeit des Wirtes. Beide zogen weiter zum nächsten Haus. Hallo, haben Sie vielleicht noch ein Zimmer frei, guter Herr? Wir sind allerdings einfache Leute und haben nicht so viel Geld. Das sieht nicht gut aus. Alle Betten in meiner Herberge sind belegt, aber... Ja, haben Sie vielleicht doch noch eine Unterkunft für uns? Ich besitze noch einen alten Stall. Der ist zwar nicht schön, aber besser als nichts. Den könnte ich euch für die Nacht anbieten. Dann habt ihr wenigstens ein Dach über den Kopf und seid vor der Kälte geschützt. Dort gibt es auch Stroh für ein Lager. Wir nehmen den Stall. Meine Frau kann nicht mehr und muss sich dringend ausruhen. Vielen, vielen Dank. Ein Stall ist ausreichend. Hauptsache, wir haben ein Dach über dem Kopf. Kurze Zeit später kamen Maria und Josef beim alten Stall an. Szene 3. Es wurde langsam Abend und draußen war es sehr kalt. Die Hirten waren auf dem Feld und froren. Den ganzen Tag über hatten sie schon ihre Schafe gehütet. Nun waren sie sehr müde und legten sich zum Schlafen nieder. Kurze Zeit später waren sie eingeschlafen. Plötzlich wurde es ganz hell und in dem Licht erschien ein Engel. Die Hirten wurden wach und fürchteten sich. Noch nie zuvor hatten sie solch ein Licht gesehen. Der Engel ging auf die Hirten zu und sprach sie an. Habt keine Angst, Hirten, ich tue euch nichts. Ich bin von Gott gesandt, um euch eine frohe Botschaft zu überbringen, euch und allen Menschen. In dieser Nacht ist der Heiland geboren worden, der Erlöser und Sohn Gottes, hier in Bethlehem. Durch dieses Kind kommt Gott zu euch. Lauft los und seht euch das Wunder an. Ihr findet es hier ganz in der Nähe, in einem Stall. Es liegt dort in einer Krippe. Folgt einfach dem Stern. Ehre sei Gott in der Höhe. Der Engel verschwand und es wurde wieder dunkel. Die Hirten waren völlig aufgebracht. Habt ihr das auch gesehen? War da gerade ein Engel oder habe ich nur geträumt? Das war ein Engel. Ich habe ihn auch gesehen. Du hast also nicht geträumt. Kaum zu glauben. Die ganze Zeit schon hatte ich das Gefühl, dass diese Nacht eine ganz besondere Nacht ist. Die Tiere wollten gar nicht schlafen. Ich habe mich so erschrocken. Es war auf einmal ungewöhnlich hell. Ja, ich mich auch. Aber es war so schön. Ich bin erstaunt, dass ausgerechnet wir Hirten davon als erstes erfahren. Habt ihr behalten, was die Engel gesagt haben? Er hat gesagt, dass Gott zu uns kommt. Wir dürfen loslaufen und uns das Wunder ansehen. In Bethlehem soll es sein, und zwar in einem Stall. Ob das wirklich wahr ist? Das müssen wir uns unbedingt ansehen. Kommt, lasst uns gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und die Tiere? Was machen wir mit den Tieren? Die Tiere können wir einfach hier lassen. Der Hund wird schon gut auf die Schafe aufpassen. Das glaube ich auch. Kommt, lasst uns endlich gehen. Ein Schaf nehmen wir mit. Das schenken wir dem neugeborenen Kind. Kurz Zeit später kamen die Hirten bei dem ärmlichen Stall an. Der Stern stand über dem Stall. Drinnen lag das Kind in einer Futterkrippe. Und Maria und Josef waren bei ihm. Szene 4. Ich bin froh, dass wir hier im Stall unterkommen dürfen. Ansonsten wäre unser Kind draußen in der Kälte zur Welt gekommen. Hier in der Futterkrippe hat es ein warmes Bett. Gerade schläft es tief und fest. Hör mal, Josef. Ich glaube, dass dort jemand kommt. Die Hirten betraten den Stall.
Wir haben einen Engel gesehen, der uns sagte, dass in einem Stall der Heiland zur Welt gekommen ist. Er sagte, dass das Kind in einer Krippe liegt. Es ist wahr. Hier sind wir richtig. Kommt ruhig näher zur Krippe. Ich freue mich, das Kind nun endlich zu sehen. Es liegt da so friedlich und unbesorgt. Ich werde allen von dem Kind und dieser besonderen Nacht erzählen. Szene 5. Auch die Sterndeuter begaben sich zum Stall hin, um das neugeborene Kind zu sehen. Geht es hier wohl zum Kind? Wir müssen bald am Ziel sein. Der Stern ist stehen geblieben. Wir sollten ihm einfach weiter folgen. Der Stern wird uns schon ans Ziel bringen. So lange ist er uns schon vorausgegangen. Mich wundert, dass dieses Kind nicht in einem Palast geboren ist. Bei diesem Kind ist alles anders. Ich bin richtig gespannt, wie es aussieht. Die Sterndeuter kamen herein. Sie hatten Geschenke dabei. Alles ist sonderbar in dieser Nacht. Uns führte ein heller Stern aus dem Morgenland hierher. Er zeigt an, dass in diesem ärmlichen Stall ein großer König geboren wurde. Wir sind gekommen, um den König anzubeten und ihm Geschenke zu bringen. Das Kind, das ihr gefunden habt, ist Gottes Sohn. Gott ist zu den Menschen gekommen, um ihnen seine Liebe und Nähe zu bringen. Diese Botschaft hat unser Herz berührt. Heute wird unser Leben neu. Wir werden nie vergessen, was heute geschehen ist. Nicht die Sterne regieren unser Leben, sondern Gott. Freut euch, denn euch ist heute der Heiland geboren. Liebe weihnachtliche Gemeinde, so also ist das. Da machte sich auf, auch Josef, von Nazareth nach Bethlehem mit seiner Frau, auf Befehl des Kaisers Augustus. So ganz viel hören wir gar nicht von dem Josef. Wir wissen, dass er mit Maria loszog. Und wir wissen, dass für ihn Träume keine Schäume waren. Aber was ging eigentlich so in ihm vor, als er erfuhr, dass Maria seine Verlobte schwanger ist? Was dachte er? Wie fühlte er sich? Will ich mich doch einmal in die Rolle des Josef begeben. Der Josef. Was soll ich bloß machen? Nun sind Maria und ich schon seit einem Jahr verlobt. Alle wissen, dass wir bald heiraten wollen. Alle rechnen mit der Hochzeit im Frühjahr. Und jetzt das. Maria ist schwanger. Und ich weiß, es ist nicht mein Kind. Die Leute werden sagen, seht euch bloß die Maria an. Wenn der Josef Herr im Hause wäre, dann würde er die Maria schon aus dem Haus jagen und sie verklagen, so wie es üblich ist und wie unser Gesetz das vorschreibt. Aber ich will Maria gar nicht verklagen. Ich weiß nicht, was da geschehen ist. Ich will es auch gar nicht so genau wissen. Maria hat sich verändert. Maria ist stiller geworden, in sich gekehrt. Alles ist so schwierig, aber so mit ihr leben, das geht doch gar nicht. Es ist eigenartig, aber irgendwie passiert da etwas, was ich nicht begreife. Dabei haben wir uns das Leben so schön ausgemalt. Ich hätte die Werkstatt übernehmen können von dem alten Benjamin. Wir waren uns schon einig gewesen. Ich hätte das Haus erneuert. Wir hätten dort gelebt, gemeinsam Kinder gehabt. So ist es schade. Ich glaube, ich gehe fort. Ich werde mich davon machen. Ich werde meine Sachen packen und in den Norden ziehen. In den Hafenstädten da oben in Syrien. Da werden immer gute Zimmerleute gebraucht. Und Maria? Marias Eltern sind fromme Leute. Sie wird zu ihnen ziehen.
Die werden gut für sie sorgen. Und mit der Zeit wird das Gerede dann auch aufhören. Es tut mir schon im Herzen weh. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Ja, ganz in der Frühe breche ich auf. Und es gibt auch noch andere Menschen in dieser Geschichte. Die Hirten auf dem Felde, wie dieser, gebeugt von der vielen Arbeit über viele Jahre hinweg. Wir kennen ihre Namen nicht. Sicherlich, sie werden in der Gegend von Bethlehem zu Hause gewesen sein, hüteten nachts ihre Schafe. Was hätten sie wohl gesagt und erzählt von damals, was sie bewegte, bevor der Engel am Himmel erschien, bevor sie diese Botschaft hörten? Ich werde einmal den Hut wechseln, den Josef-Hut ablegen und meinen Hirtenhut aufsetzen. Fragen wir ihn. Nennen wir ihn Josef. Nein, nicht Josef. Nennen wir ihn Josua. Josua, ein alter Name. Vielleicht hätte er erzählt, es war eigentlich so wie in jeder Nacht. Einer von uns hielt Wache und wir anderen saßen am Feuer, wärmten uns, erzählten Geschichten von früher. Manchmal erzählten wir uns auch die alten Geschichten, die unsere Vorfahren schon berichtet haben. Erzählten und träumten. Träumten von Gerechtigkeit, von einem guten Leben, von einem gerechten König, nicht so ein Halunke wie der Herodes. Träumten davon, dass wir in Ruhe gelassen werden, dass unsere Kinder ihr Auskommen haben, dass sie spielen können, unbeschwert, dass wir genug Geld haben, das Nötige zu kaufen, Brot und Schuhe und etwas anzuziehen. Und vielleicht hin und wieder auch für die Kinder etwas zum Spielen. Aber die Wirklichkeit war eine ganz andere. Die Schafe, die wir hüten, die gehören uns überhaupt nicht. Leute aus der Stadt sind die Besitzer. Und wenn eins verloren geht oder ein Berglöwe eines dieser Schafe reißt, müssen wir es selbst bezahlen. Und wir sind dafür verantwortlich. Und manchmal erzählten wir uns eben die Träume, die alten Geschichten der Propheten, des Jesaja, der von dem großen Licht erzählt, von dem Frieden. Löwen und Lämmer liegen nebeneinander. Kein Krieg, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Aber heute musst du ja froh sein, wenn du überhaupt Arbeit hast. Und dann passierte es. Der Schrecken war groß, als sie das Licht sahen. Wir zuckten zusammen und wussten nicht, was passiert. Geht die Welt jetzt unter? Was ist los? Und dann hörten wir diese Stimme. Klar und deutlich. Und sie tat gut und sie ging zu Herzen. Die Worte habe ich noch sehr wohl im Ohr. Fürchtet euch nicht. Ja, das war ein gutes Wort. Fürchtet euch nicht, denn die Welt, in der wir leben, die ist zum Fürchten. Und manches macht uns bange. Fürchtet euch nicht. Der Heiland ist geboren. Ein warmes Wort. Ein Wort, das zu Herzen geht. Naja, und den Rest wisst ihr. Dann sind wir aufgebrochen, losgezogen, fanden Maria, das Kind, in diesem Stall, so wie der Engel gesagt hat. Wir blieben eine Weile, machten uns dann wieder auf den Weg. Aber dann erzählten wir. Wir erzählten zu Hause, wir erzählten im Dorf, wir erzählten auf dem Weg, wir erzählten allen, die es hören wollten und auch denen, die es nicht hören wollten, davon, was wir erlebt haben. Und das begleitet uns seit vielen Jahren. Heute bin ich alt, gebeugt, noch gebeugter als damals. Aber was damals geschah, das bewegt mich noch immer, bewegt mich im Herzen.
Und ich hoffe, dass das Kind von damals die Welt bewegt. Vielleicht erlebe ich es. Vielleicht erleben es meine Kinder. Wer weiß. Es mag sein, dass Josef so dachte, dass die Hirten so dachten. Es ist ein Stück Fantasie. Natürlich hat es Anhalt an den biblischen Geschichten. Wir feiern Weihnachten, die Geburt des Heilands, die Geburt Jesu. Wir feiern Weihnachten, weil wir glauben, dass mit ihm eine neue Zeit angebrochen ist. Auch wenn die Verhältnisse uns vielleicht weismachen wollen, es sei überhaupt nichts passiert. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen nur Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, genaues Hinhören und genaues Hinsehen. Und dann entdecken wir viele Spuren, Spuren Gottes im Leben. Und darauf kommt es an. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Vater im Himmel, wir feiern diesen Gottesdienst zwar nicht in der Kirche, sind aber trotzdem nicht allein, denn wir wissen, dass du bei uns bist. Dieses Weihnachten ist anders. Wir feiern wahrscheinlich nicht wie gewohnt im großen Familienkreis. Unsere Liebsten fehlen uns und wir sehnen uns nach mehr Gemeinschaft. Bitte sei bei den Menschen, die sich dieses Jahr an Weihnachten alleine fühlen. Herr, erhöre uns. Guter Gott, die Pandemie hat vieles überdeckt, was dieses Jahr passiert ist. Auch wenn wir den Überblick verlieren, siehst du jedoch, was auf dieser Welt geschieht.
Bitte sei bei den Politikern, die schwere Entscheidungen treffen müssen. Sei bei den Menschen, die sich für andere einsetzen. Sei bei denen, die verfolgt werden, weil sie einer Minderheit angehören. Herr, erhöre uns. Herr, viele haben dieses Jahr geliebte Menschen verloren. Viele Menschen sind vereinsamt. Viele Menschen wurden gekündigt. Auch die häusliche Gewalt hat dieses Jahr stark zugenommen. Bitte unterstütze alle, die unter der Pandemie leiden, und schenk uns wieder ein bisschen Normalität und Hoffnung. Lass uns die vielen Kleinigkeiten in unserem Alltag bewusst wahrnehmen, die unser Leben verschönern. Lass uns Kraft finden durch unsere Mitmenschen und lass uns ihnen Kraft spenden. Herr, erhöre uns. In einer kurzen Zeit der Stille wollen wir nun deine Gegenwart spüren und dir sagen, was uns persönlich wichtig ist. Vater, du kennst unsere Herzen und weißt, was uns beschäftigt. All das wollen wir zusammenfassen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Sie und Ihre Kinder einladen, heute am Heiligabend, am ersten oder zweiten Weihnachtstag in unsere Kirche zu kommen und sich den Weihnachtsbaum und die Krippe anzusehen. Sie können auch eine Kerze an dem Friedenslicht anzünden, das in Bethlehem entzündet wurde, dann mit einem Flugzeug nach Europa gebracht und am dritten Advent in Deutschland verteilt worden ist. Seit dem vierten Advent steht das Friedenslicht auch in unserer Kirche. Spezielle Kerzen für das Licht haben wir. Unsere Kirche ist am Heiligabend von 14 bis 18 Uhr und an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 10.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Sie können während dieser Zeit auch mit Pastor Malet sprechen. Sie wissen, die Kollekte am Heiligabend ist für die Aktion Brot für die Welt bestimmt. Sie können natürlich auch jetzt für Brot für die Welt spenden. In der Kirche stehen die Spendenkugeln im Altarraum für Ihre Kollekte bereit. Sie werden am Ende der Öffnungszeit geleert und die Kollekte wird auf das Spendenkonto einbezahlt. Die Kontonummer für die Aktion Brot für die Welt wird am Ende eingeblendet. Sie können aber auch über das Spendenkonto unserer Kirchengemeinde Ihre Kollekte weiterleiten. Die Kontonummer finden Sie auf der Rückseite des Gemeindebriefes. Bitte geben Sie den Spendenzweck an. Gott segne Geber, Gaben und Empfänger. Euch ist heute der Heiland geboren. Mit dieser Botschaft geht in den Heiligen Abend und in die weihnachtliche Zeit. Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, zu Hause noch einmal zu singen. Irgendwo findet sich sicherlich noch ein Gesangbuch oder ein Liedertext. Und so geht in diese heilige Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.